Ja Leute, was geht ab? Euer Beats heißt euch recht herzlich willkommen zu Bausel. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Lasst alle mal ein Like da, falls euch das Ganze gefällt. Es wird cool, Leute. Ich verspreche es euch. Es wird Spaß machen. Wie gesagt, alle eine Bewertung da lassen, falls euch das Ganze gefällt. Und abonniert meinen Kanal, falls ihr dies noch nicht getan habt, um weitere Videos nicht zu verpassen. Ansonsten würde ich sagen, legen wir jetzt direkt mal los. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Okidoki, Leute. Wir sind hier gespawnt. Die Map heißt... Da, wie es steht, so wie es da steht, Bausel. Und es ist sehr, sehr cool. Ich brauche das Ganze jetzt gar nicht vorlesen. Aber wir haben einen Bogen bekommen, der hat Unendlichkeit und ist unzerstörbar. Ansonsten haben wir noch einen Pfeil, natürlich, damit wir auch schießen können. Und dieser Bogen, Leute, der scheint auf den ersten Blick ganz normal zu sein, ist aber sehr, sehr mächtig. Deswegen würde ich erstmal sagen, drücken wir Start Game. Und dann geht's auch schon los. Okay, willkommen zu Bausel. Hier kann man Special Blöcke shooten oder anschießen. Ja, mit unserem Bogen und unserem Pfeilen. Und damit können wir dann diese Stages, diese einzelnen Level beenden, completen, wie auch immer. Und ich würde sagen, ich lege direkt mal los. Also, ich erkläre euch das Ganze vom Prinzip her. Zum Beispiel hier steht schon, diese Blöcke geben einen Jump Boost. Try it out. Also, probier es aus. So, man schießt sie also an. Und dann kriegt man einen Jump Boost und kann hochspringen. Der bleibt allerdings immer noch für ein paar Sekunden, nicht für immer. Und dann muss man halt gucken, wie man weiterkommt. Hier zum Beispiel das nächste Level ist, denke ich mal, relativ logisch, wie man hier weiterkommen muss. Man muss auf jeden Fall erstmal den Block nehmen und dann hier weiterspringen. Und dann immer weiter versuchen hochzukommen. Und das kann man machen, indem man die Blöcke shootet. Ich habe zum Beispiel jetzt schon mal verkackt, wie ich gerade sehe. Weil ich hier das Ding, glaube ich, gar nicht treffen kann. Und deswegen sollte ich jetzt nochmal runtergehen und mich dann das nächste Mal ein bisschen beeilen. Das heißt, ich jump hier hin. Ich jump hier hin und dann jump ich hier hin, genau, bin jetzt hier oben, kann den abballern und sollte es eigentlich schaffen und bin nochmal ganz runtergefallen. Läuft. Okay, also ihr versteht das Prinzip, hoffe ich mal, und es macht wirklich Bock. Also es gibt verschiedene Blöcke, das ist nicht das einzige Ding hier und ich glaube, es wird ganz cool. Wir haben zum Beispiel hier schon, oh fuck, kriegen wir jetzt noch einen Block irgendwo? Nein, ich habe keinen Jump Boost mehr. Nein, als ob ich keinen Block mehr bekomme. Ich hätte den mitnehmen müssen. Okay, warte, wir machen es so, wir machen es so. Ich schieße das Ding da unten ab. Und dann jump ich hier weiter und... Jawohl, good job, erstes Level geschafft. Ich wollte mal ganz kurz was ansprechen wegen der Werbung. Ich habe das letzte Mal angesprochen, die hier eingeblendet wird irgendwann. Und dann viele reingeschrieben, yo, ist okay. Deswegen wollte ich mir mal Danke sagen dafür. Und ja, wir legen einfach mal direkt weiter los. Also ich bin Minecraft-Kanal, Leute. Und wenn ich für Minecraft-Sachen Werbung mache, vor allem für Minecraft-Server, die ich selbst benutze, da finde ich das wirklich okay. Hier diesen Block benutzt man, um eine, um einen Speed-Boost zu bekommen. Hier gibt es sowas. Dieses Ding. Ich habe die ersten zwei Level gespielt, damit ich ungefähr verstehe, was es so gibt. Deswegen weiß ich jetzt schon Bescheid. Danach weiß ich gar nichts mehr. Hier gibt es diese Teile. Wenn man hier reinfliegt, zack, hat man verloren. Beziehungsweise hat das Level auf jeden Fall nicht beendet und muss nochmal zurück. Also müssen wir uns davor in Acht nehmen und aufpassen. So, hier muss man rüberspringen und haben jetzt zum Beispiel immer diese Introduction. Also das Ding, wo man Hilfe bekommt und so. Diesen Test haben wir bestanden. Jetzt schießen wir... Oh, fuck. Müssen wir das Ding treffen auf jeden Fall. So, und dann auch pünktlich abspringen. Genau so. Und jetzt bitte das hier schaffen. Oh, ich habe den Jump Boost nicht bekommen. Mann. So, komm jetzt aber. Zack. Jetzt warten wir, damit das Ding nicht wegläuft. Und dann nochmal. Und jawohl, wir haben es geschafft. Okay, jetzt geht's hier weiter und da weiter. Schießen wir direkt mal ab. Ich meine, Speed ist wirklich unberechenbar manchmal. Das ist wirklich manchmal scheiße. Wir müssen jetzt dort hinten das Ding treffen. Oh fuck, wir sollten wirklich treffen. Und weiter. Jawohl. So, jetzt gucke ich mal weiter nach vorne. Genau, okay. Das ist das Letzte, was ich gemacht habe, ist dieser Jump. Und wir sind runtergefallen. Nein, Mann. Das läuft auf jeden Fall. Und wir sind direkt schon mal wieder hier. Und können jetzt diesen Sprung bitte schaffen. Ja, geschafft. Huh. Und was jetzt kommt, weiß ich nicht. Müssen wir das Speed-Ding abtreffen und dann hier rüberkommen? Oh, fuck. Das sieht ziemlich scheiße schwierig aus. Ja, nice. Wir haben das Level geschafft. Woo. Sehr schön, okay. Nächstes, das ist der Enderblock. Okay, errate oder denkt ihr mal selbst im Kopf nach, was das tut. It's pretty cool, okay. Also, ich schieße mal ab. Ich denke mal, wir bekommen eine Enderperle oder so. Oder? Ja, bestimmt. Oh, nein, wir werden direkt tippet. Das war die Introduction. Das Ding ist, werde ich immer an die gleiche Stelle tippet oder hat das einen Unterschied? Ich probiere es einfach mal aus. Schieß dagegen, dann lande ich auch auf der Seite, oder? Wie ist es denn jetzt hier, wenn ich hier... Okay, jetzt war ich viel zu weit vorne. Ich glaube, ich muss immer an die verschiedene oder an die richtige Seite davon schießen. Was ist, wenn ich jetzt hier überspringe? Geht das? Kann ich das einfach überspringen? Eigentlich schon, oder? Jo, ich habe es übersprungen. Oh, und jetzt muss ich drauf schießen. Okay, mal ausprobieren.
Oh, 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 ich bugge, ich bugge, ich bugge. Nein, 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 Schießbeats. Okay, irgendwie hat es doch geklappt. Jetzt schießen wir das Ding hier ab, komm. Okay, sind da rauf, sehr schön. Jetzt sind wir hier rauf. Jetzt sind wir da drauf. Und jetzt müssen wir das Ding auch noch treffen. Okay, und... Jawohl, das Enderlevel auch geschafft. Okay, das Enderlevel war auch cool. Checkpoint achieved. Puzzle, Puzzle. Okay. Jetzt ist hier... Oh, da sind zwei verschiedene Blöcke. Moment, ich nehme erstmal das Speed-Ding. Und jetzt brauche ich beide gleichzeitig? Kann ich beide gleichzeitig... Ich muss sie einzeln abschießen, oder? Die gehen beide? Okay, doch, ich brauche wirklich beide. Krass. Und die gehen auch beide. Ich habe beide Effekte dann drauf. Speed und Jump Boost. Und bin drauf. Sehr schön. Und was ist jetzt? Jetzt brauche ich einen Jump Boost, oder was? Oh, oh. Okay, da war eine Enderperle. Ich glaube, ich muss die in der Luft abschießen. Also, würde ich jetzt so schätzen. Das macht sonst gar keinen Sinn. Ich glaube, die Schwierigkeit ist jetzt hier, das in der Luft abzuschießen. So, dann gehen wir mal hoch und probieren mal aus. Und? Scheiße, nicht geschafft. Noch einmal. Nicht geschafft. Noch einmal. Ja, geschafft. Okay, jetzt sind wir hier drüben. Sind aber immer noch bei keinem Checkpoint. Das sieht echt schwierig aus, muss ich sagen. Ist das da? Ist das überhaupt da drüber? Okay. Wenn ich jetzt dagegen schieße, was passiert denn dann? Und wieso habe ich hier Speed? Ich kann auch direkt dagegen schießen, oder nicht? Also das sollte ich schaffen, oder nicht? Ja. Hä? Wozu war der Speed? Ah, dafür war der Speedblock da. Ja, okay. Ich weiß, wozu der Speedblock war. Oh Mann, das ist jetzt ein Hin und Her. Jetzt muss ich das Ganze hier nochmal machen. War aber nicht so schwierig. Also ich denke, das schaffen wir direkt. Genau. Jawohl. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Jetzt weiß ich auch, wozu der Speedblock war. Wir müssen uns auf jeden Fall beeilen. So, das heißt, ich nehme das, schieße dagegen. Sollte treffen. Ich nehme das, schieße dagegen. Und jetzt muss ich... Oh nein, in die falsche Richtung. Ich bin in die falsche Richtung gejumpt. Nächster Versuch, Leute. Ich mache aber jetzt mein FOV weiter runter, weil man sieht ja nicht mal, wo man hinschießen muss. Okay, das heißt, ich schieße das Ding ab. Das Ding. Und jetzt habe ich keinen Speed mehr gehabt. Och, Mann. So, nochmal zurück. Nochmal zurück. Wir wollen keinen Tod. Wir können hier einfach nochmal zurück, oder? Das geht. Nein, das geht nicht. Ich muss alles nochmal von vorn machen. Okay, dann versuche ich das noch einmal. So, die Frage ist, wie, Alter? Ich schieße das ab. Ich schieße dagegen. Und laufe und muss dann direkt rüber. Alter, das ist echt schwierig. Komm jetzt, aber wir müssen wirklich direkt rüber. Zack. Zack. Och, da haben wir nicht getroffen. Zack, und jetzt hier das Ding abschießen. Es geht nicht und jetzt komme ich wieder nicht zurück. Ey, ich hasse mein Leben. Vielleicht, wenn ich den ersten Fall nur so locker abschieße, das dann direkt ausnutze und dann laufe. Ja, dann schafft man's. Das war der Key. Okay, Moment. Checkpoint achieved. Ja, Level 5. Okay, jetzt geht's weiter. Hier hat man erstmal nochmal einen Speedblock. Ich weiß gar nicht, kommen noch weitere Blöcke auf uns zu? Ich schätze mal schon. Sonst wäre es ja ein bisschen wenig, oder? Also es kommt Speedblock hier treffen. Und dann doppelt direkt weiter. Das schaffen wir beides in einem durch. Jawohl. So, was passiert jetzt? Hier hat man diese Switch-Blöcke. Was machen die? Oh, man schießt. Was ist jetzt passiert? Oh, man ist auf dem Kopf. Ist man auf dem Kopf? Ist das richtig? Okay, ich glaube schon. Denn jetzt kann ich... Ich kam von da, ne? Diese Blöcke, diese Sprünge habe ich gemacht. Wenn ich jetzt diesen Speed nehme, kann ich hier rüber und hier rüber. Und jetzt komme ich hier nicht hoch. Okay, dann muss ich vielleicht wieder dagegen schießen. Moment, schieß. Und jetzt bin ich hier und habe da Enderperlen, okay. So, was ist jetzt? Muss ich jetzt wieder switchen, oder was? Moment, da schieße ich nicht hin. Da müsste ich im Prinzip hoch. Also ich könnte im Prinzip so einen kurzen Fall schießen. Aber ich könnte auch switchen. Was passiert, wenn ich switche? Da bin ich wieder am Anfang? Was? Will mich das Spiel verarschen? Also ich bin mir sehr sicher, dass die andere Variante besser gewesen wäre. Also meine Variante mit dem Schießen. Ich probiere es einfach mal aus, ob das klappt. Ich hoffe mal, das klappt überhaupt. So, wenn ich jetzt hier hochschieße, so einen leichten Pfeil. Ne, da fliege ich runter. Noch leichter vielleicht. Der muss wirklich oben aufkommen. Ja, und ich bin oben. Okay, ich glaube, das ist richtig. Jetzt habe ich hier einen Jump Boost. Und bin gegen die Wand gesprungen. Okay, jetzt wieder hier unseren Trick 17 anwenden. Ich hoffe mal, der klappt. Ich frage mich noch, warum ich jetzt das zweite Mal da drauf schießen kann, aber... Davor konnte ich es nicht, also bei dem anderen Level, da konnte ich nicht von oben ein zweites Mal da drauf schießen. Okay, wir sind drauf. Jetzt den Jump, okay, erstmal runter. Jetzt den Jump Boost nehmen. Und, ja, sehr schön, nächstes Level geschafft. Checkpoint achieved. So, Level 6. Zeus, was stand da? Zeus noch was? Keine Ahnung. Zeus Owners oder so? So, ich habe Blitz jetzt, Eile. Was passiert, wenn ich mit der Eile dagegen schieße? Ach,
Ach, da kommt ein Blitz raus. Und dann fängt es an zu brennen. Holz brennt. Ja, logisch. Ich schieße mal alles ab. Mal gucken, was das so bringt. Nochmal hier gegen. Schön hier den Zeus in Beats beschwören. Oh, dahinter verbirgt sich oder hat sich schon mal ein Block verbirgt. Das ist, glaube ich, gut zu wissen. Zack, hier rüber. Ja, das erste, das geht auf jeden Fall noch so. Jetzt habe ich dieses Zeus-Ding nicht mehr. Egal, ich glaube, das sollte reichen, oder? Keine Ahnung, wir probieren es einfach mal aus. So, Speed. Rüber. Ich hätte beide Male rüber direkt. Nochmal Speed. Hier rüber. So, was passiert jetzt? Don't know what to do, look behind you. Okay. Da ist noch was versteckt, aber ich habe doch keine Eile mehr. Oder ist hier noch irgendwo ein Blitz versteckt? Ne, hier ist kein Blitz. Ich muss das, glaube ich, in einem durchmachen. Dahinter muss noch eins versteckt sein. Safe muss dahinter noch eins versteckt sein. Oder nicht? Sonst schafft man das doch gar nicht zeitlich. Moment, ich schieße da mal gegen dahinter. So, getroffen. Und jetzt, was verbirgt sich dahinter? Irgendwas muss da rauskommen. Da muss ein Block sein. Ein Idle-Block noch. Ja, da ist einer. Okay, perfekt. Dann verstehe ich es auch. Und rüber. So, jetzt hier die Eile. Und dann können wir das freischießen. Genau, und jetzt versteckt sich halt wirklich das dahinter. Die Frage ist, was? Oh, ein Jump Boost. Jump Boost nehmen wir mit und jumpen hier hoch. Upsala, noch ein Versuch. Jump Boost hoch und zap, zap, wir sind da. Finish. Ist das schon das letzte Level gewesen? Finish? Klicknick 64. Your time is 17 Minuten 2. Nicht 12 steht da. 17 Minuten 12 habe ich gebraucht. Okay, nice. Oh, er hat mir gewunken. Hallo. Nice. Okay, ich habe die Map bestanden. Ich habe geschafft. Ich habe das Level geschafft und beziehungsweise die ganze Map. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Abschalten jetzt. Dankeschön fürs Zuschauen. Lasst alle eine Bewertung da. Ich würde mich sehr freuen, falls ihr einen Daumen nach oben gebt für das Video. Und ansonsten, ja, lasst mich wissen, falls euch das Video gefallen hat. Schreibt es in die Kommentare. Bis dahin, ciao, ciao. Habt einen wunderschönen Tag. Euer, wisst ihr es? Euer was? Euer Beats.